Ja, ich musste das einfach klauen. Ich lebe noch, ich bin noch nicht gestorben. Aber die letzten Wochen waren ein bisschen beschissen und bescheuert für mich. Und deswegen zeige ich euch jetzt einfach mal die Wohnung, warum ich und erzähl halt hab, habubidibabidi, warum ich halt keine Videos gemacht habe. Also, ja. Warum ich keine Videos gemacht habe, ich bin umgezogen, habe mein Abi fertig gemacht, ja, bin direkt ausgezogen und habe jetzt meine Ausbildung angefangen und habe gedacht, gut, machst du mal ein bisschen Pause, ich habe jetzt sowieso jetzt Internet, weil einfach der Internetmensch nicht so schnell gekommen ist, ne? Aber fangen wir gleich mal an. In der Küche. So, also wie ihr sehen könnt, seht ihr hinter mir, ich drehe mich mal mit, so, meine Küche. Links ein Board mit irgendeiner Scheiße drauf. Mein Küchentisch, ja, ganz entspannt, den kann man sogar ausziehen, der ist recht groß, wenn man den auszieht. Hm, was haben wir hier noch? Übliche Küche, Arbeitsplatte, Herd, Ofen, Abzugshaube, kennt ihr alles wahrscheinlich von zu Hause. Kühlschrank, hier ist mein Trockner, der steht hier aus einem Grund, weil ich, zeige ich euch jetzt, weil ich nämlich keine Lust habe, so einen Turm in meinem Badezimmer zu haben. So, das ist hier die Eingangstür hier rechts, hier links bin ich. Meine Garderobe, Jacken, Schuhe, Schlüssel, Co. Kennt ihr schon alles? Das ist mein Badezimmer. Nehmen wir mal das angenehmere Licht an. Schrank. Hier ist nämlich die Waschmaschine. Und hätte ich jetzt darauf den Trockner gepackt, dann wärst du hier echt erdrückt worden. Das ist meine Dusche. Ja, mehr gibt es hier auch nicht zu sehen. Auch nichts Interessantes. Jetzt kommen wir zum langsam interessanteren Teil. Das ist nämlich mein Wohnzimmer. Hier rechts haben wir einmal die Fernsehecke. Pokale, ich habe da eigentlich irgendeine Scheiße hingestellt, Pokale, Schildkröten, Hauptsache da steht irgendwas. Da oben steht noch gar nichts, ich weiß nicht warum, ich habe wahrscheinlich noch gar nichts, müsste ich gucken. Ja, mein über alles geliebter Fernseher, kennt ihr auch alles noch, habe ich alles von einem alten Zimmer mitgenommen. Meine Anlage kennt ihr auch noch. Da, also, Möbel sind halt alle neu, Gerätschaften habe ich eigentlich alle mit rübergenommen, einfach weil ich das Geld nicht scheiße. Meine coolen euren Kissen. Also, die werdet ihr wahrscheinlich auch in einigen Aufnahmen sehen durch die Webcam, weil die da eigentlich immer in der Ecke stehen, wenn die Couch nicht gemacht ist, weil da hinten an der Wand kommt nämlich noch ein Bett hin zum Einklappen, damit ich ein richtiges Bett habe und hier halt ein angenehmes Sofa zum Gammeln. Es hat den Grund einfach, weil das Bett auf Dauer oder die Couch auf Dauer einfach keine gute Lösung ist und auch schlecht für den Rücken ist. So, deswegen sieht das hier hinter noch so ein bisschen brrr aus, aber da kam ein Internetmensch, kam halt gestern, Internetmensch. Deswegen steht das alles noch so ein bisschen in der Ecke da. Ich habe vor, das in die oder auf die Fensterbank zu packen. Das läuft. Und hier ist jetzt meine neue. War im Angebot, habe ich gekauft. Sah ganz cool aus. So, und das ist halt meine neue Ecke. Der Schreibtisch ist halt nur noch halb so groß wie vorher. Reicht aber, um zu zocken, aufzunehmen und alles Mögliche. Ich habe eine neue Lampe, weil die andere ja mittlerweile auseinandergefallen ist. Meine EMP-Flagge aus dem alten Video kennt ihr wahrscheinlich auch noch. Die habe ich auch mitgenommen. Die kommt auch hier hin. So darüber, über das Bett. Ja, ich habe eine neue Tastatur, ein neues Headset, die habe ich letztes Mal noch nicht gehabt. Die kann ich euch ja jetzt mal zeigen. Das ist einmal beides Razer. Ich bleibe bei der Maus, bleibe ich aber bei Rocket, einfach weil ich sie liebe. Ich liebe einfach Rocket-Mäuse. Ich weiß nicht warum. Das ist halt immer noch die Cone. Das Mausfett ist auch das gleiche. Essen, ACE-Saft, muss, ne? Ich mache mal ein bisschen Licht an. So. Und dann haben wir hier einmal die schöne mechanische Razer Black Widow. Das ist jetzt nicht Ultimate, nicht Pro, es ist einfach die ganz normale Black Widow, einfach weil ich mir 120 Euro für eine Tastatur reichen und ich muss da nicht mehr ausgeben. Ich habe eigentlich eine heile Tastatur und eine Tastatur, die weiterhin funktioniert. Woo! Aber bei den alten Tastaturen war halt immer die Leertaste kaputt oder ähnliches. Auf jeden Fall ist es jetzt das Kraken Pro. Ist geil, kann man auch mitnehmen, nur zum Musik hören. Sieht man einmal hier, das ist ein Adapter für einen PC. Ist recht angenehm, schließt gut ab, kann ich, was weiß ich, mehrere Stunden auf dem Kopf tragen, alles kein Problem. Und jetzt kommen wir da, seht ihr sogar, ich habe eben gerade meine Internetmessung durchgeführt. Und ja, mein Upload sind jetzt zwischen 21 und 24k, mein Download ist zwischen 75 und 100k, das schwankt ein bisschen. Aber um ehrlich zu sein, man merkt es nicht so dramatisch, ich finde es jetzt nicht schlimm. Außerdem bin ich unter den Top 700 Messungen. 20.000 heute, ja. Über das Internet kann man eigentlich nicht meckern.
Ja, gut, das war meine Bude. Es werden jetzt auch weiterhin wieder Videos kommen. Wie ihr bei Domse wahrscheinlich mitbekommen habt, gibt es auch eine neue Battle-Staffel. Da freue ich mich extrem drauf. Wenn ich mitmachen darf. Ich hoffe es. Lala. Und ja, die Rollos sind übrigens unten, damit ihr nicht wieder reingafft, weil ihr müsst euch überlegen, beziehungsweise ihr müsst mal gucken. Auf der Seite hier direkt drüben ist ein Haus, das will ich euch jetzt nicht unbedingt zeigen. Aber ich wohne halt in einem Innenhof und wenn ihr mal hier rausguckt, die sind halt direkt drüben und können alle reingucken und ich finde, das muss nicht sein, deswegen habe ich die eigentlich die meiste Zeit unten. Ja, einfach weil es angenehmer ist und weil auch die Sonne zu der Zeit jetzt hier voll bratzt und ja, habe ich mir gedacht, gut, machst du mal unten, da wird es ja nicht so heiß drin. Also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es geht jetzt weiter, die Kartoffel ist zurück. Ich sage jetzt mal bis dann und ich klaue es jetzt einfach nochmal. Fuah!